Egal auf welcher Automesse, der Mini-Stand kann eigentlich nicht groß genug sein. So viele begeisterte Fans statten ihrer Marke einen Besuch ab, so auch in Paris. Mini lockt diesmal mit der Premiere des Mini WRC. Mit diesem Auto werden die Engländer im kommenden Jahr in der Rallye-Weltmeisterschaft antreten. Für Mini ist der Rallye-Sport alles andere als Neuland. Der Mini Cooper S wurde in den 1960er Jahren mit Triumphen, unter anderem bei der Rallye Monte Carlo, zur Legende. Nur zwei Räder, aber trotzdem echte Minis. Die Scooter E-Concept, Eco und Ego. Durch kugelrunde Lampen und minitypische kleine Räder können sie ihre Herkunft nicht verleugnen. Der zentrale Tacho und das vom Countryman bekannte Ablagesystem stammen vom vierrädrigen Bruder. Beim Ladekabel haben sich Ingenieure und Designer etwas einfallen lassen. Da die Scooter keinen großen Kofferraum wie ein Auto haben, lässt es sich wie bei einem Staubsauger einfach rausziehen. Bei allen Neuheiten darf man die Mini-Klassiker nicht vergessen. Sowohl die Limousine wie auch das Cabrio haben ein kleines Facelift bekommen.